Ich bin Marla. Und ich bin Simon. Wir studieren beide den Studiengang Nachhaltige Chemie und Materialien an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir haben uns beide ganz bewusst für genau diesen Studiengang an genau dieser Hochschule entschieden. Und was wir in unserem Studiengang so machen und was das genau ist, das erzählen wir euch jetzt. Eine unserer Professoren ist Johannes Steinhaus. Und der erklärt euch jetzt, worum es in nachhaltige Chemie und Materialien überhaupt geht. Unsere Gesellschaft steht in den nächsten Jahrzehnten vor gewaltigen Herausforderungen. Und zwar hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften mit Energie, Ressourcen, Rohstoffen und unserer Umwelt. Daher bereiten wir unsere Studierenden darauf vor, die Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften unserer Gesellschaft voranzutreiben. Dies besonders in der chemischen Industrie, der Analytik und in sämtlichen materialverarbeitenden Bereichen. Wir haben nur diesen einen Planeten und das ist unseren Studierenden heute bewusster denn je. Weil der Studiengangssuche hat mich genau das extrem interessiert. Diese Kombination aus Nachhaltigkeit, Chemie und Materialien. Für mich ganz persönlich ist das die Synthese von umweltfreundlichen Kunststoffen aus Biomassen. Michael Heinzelmann, Professor aus den Materialwissenschaften, erklärt jetzt, was man mit den Materialwissenschaften eigentlich machen kann. Im Prinzip müssen Sie nur rausgehen und sich umgucken. Chemie und Materialien sind ja überall. Flugzeuge werden aus Aluminium und faserverstärkten Werkstoffen gebaut, Autos gerne aus Stahl und Aluminium, Brücken aus Beton, Haushaltsgeräte aus Kunststoffen. Und genauso vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten von Chemie und Werkstoffen finden auch unsere Absolventinnen und Absolventen an ganz vielfältigen Stellen ihre Jobs. In Industrieunternehmen, in Forschungslaboren, in Behörden, also allerbeste Berufsaussichten. Aber warum haben wir uns für die HBRS entschieden? Wir wollten kleine Lerngruppen, keine überfüllten Hörsäle und wir wollten auch einfach mehr als nur eine Matrikelnummer sein. Hier an der HBRS ist der Kontakt zu den Profs sehr gut. Sie kennen nach wenigen Tagen eure Namen. Dadurch ist auch unser Lernerfolg garantiert. Wichtig ist, dass ihr bei uns nicht auf euch alleine gestellt seid. Mit Programmen wie der Studierwerkstatt helfen euch ältere Semester beim Start des Studiums. Dabei gibt es jede Menge Tutorien, bei denen wir euch helfen, durch den Stoff zu kommen und euch noch alle anderen möglichen Tipps fürs Studium geben. Und noch ein ganz entscheidender Punkt für mich, hier zu studieren, ist das Begleitprogramm Studienverantwortung. Hierbei könnt ihr unseren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit auf eure ganz individuelle Art verfolgen. Mit dem Studium Verantwortung gehörte unsere Hochschule deutschlandweit zu den Vorreitern. Wir wollen junge Menschen fit machen für die großen Herausforderungen der Zukunft. Dazu vermitteln wir den Studierenden systematisch in jedem Semester wiederkehrend verschiedenste Nachhaltigkeitsaspekte. Fachbezogen, aber auch fächerübergreifend, praxisnah und anwendungsorientiert. Wir werden top- und verantwortungsbewusst ausgebildet. Deshalb haben wir die Jobchancen auf zukunftsfähige Berufe. Bachelor, Master, Promotion, Industrie oder Forschung. Uns stehen alle Wege offen. Wir gehen einer sicheren Zukunft entgegen.